Atemweg. Seit 2002 findet der Welt-COPD-Tag jedes Jahr im November statt. Die globale Initiative für chronische Lungenerkrankungen, GOLD, ruft dazu immer ein Motto aus. Dieses Jahr lautet das Motto: Kenne deine Lungenfunktion. Unterstreicht also die Wichtigkeit der Spirometrie als Diagnosewerkzeug. Wir von der Atemwegredaktion wollen diesen Tag nutzen als Anlass für ein COPD-Spezial. In drei Folgen fokussieren wir auf unterschiedliche Aspekte. Natürlich sprechen wir auch über die Lungenfunktion. Und dies in jeder Folge mit anderen Expertinnen und einem anderen Schwerpunkt. In dieser ersten Folge sprechen wir über Awareness. In der zweiten schauen wir auf die medikamentöse Therapie. Und in der dritten Ausgabe beleuchten wir das Thema Adhärenz im Kontext COPD. Ich kann Ihnen jetzt schon Lust auf drei sehr spannende und abwechslungsreiche Folgen machen. Legen wir los und sprechen über das Thema Awareness, das Bewusstsein, den Bekanntheitsgrad, die Bewusstseinsbildung. Eigentlich doch seltsam, dass eine Erkrankung, die an dritter Stelle der weltweiten Todesursachen steht, die Millionen von Menschen betrifft, überhaupt noch ein Mehr an Aufmerksamkeit braucht. Genau dieser Frage bin ich gleich zu Beginn mit meinen Gästen in dieser Ausgabe Atemweg auf den Grund gegangen. Doktorin Petra Sandow, in Berlin niedergelassene Hausärztin mit wahnsinnig viel Erfahrung, die außer ihrer Tätigkeit in der Praxis sich schon seit vielen Jahren für die Fortbildung von KollegInnen und medizinischem Fachpersonal einsetzt, und Professor Klaus-Franz Vogelmeier, Direktor der Klinik für Pneumologie am Universitätsklinikum Marburg, Mitglied im Vorstand von GOLD und sicher einer der renommiertesten Experten national und international im Bereich der COPD. Hören wir zunächst seine Einschätzung zu der Frage, warum COPD ein Mehr an Aufmerksamkeit verdient. Die COPD ist sicher eine der Volkskrankheiten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite liegt sicher eine sehr große Dunkelziffer vor. Es ist vor kurzem eine Studie in Kanada gemacht worden, wo man einfach Haushalte mit Maschinen angerufen hat und gefragt hat, gibt es in Ihrem Haushalt jemand, der respiratorische Symptome hat? Und dann hat man die, die mit Ja geantwortet haben, weiter evaluiert. Und dann hat man eine große Zahl von Patienten mit bisher nicht identifizierter COPD diagnostiziert. Und das wäre bei uns sicher ganz genauso. Also die Erkrankung ist sicher viel häufiger, als wir glauben. Und wir sind ja alle davon überzeugt, dass sozusagen eine früh beginnende Therapie und eine früh beginnende Sekundärprävention sehr hilfreich sein kann. Und deswegen müssen wir uns bemühen, das zu verbessern. Also es gibt genug zu tun. Sie haben es gesagt, eine Dunkelziffer, ganz spannende Studie übrigens. Schauen wir mal aus der Perspektive der Niederlassung in die allgemeinmedizinisch-hausärztliche Praxis. Doktorin Sandow, warum macht es auch aus Ihrer Perspektive? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie machen mit beim Podcast. Ich setze jetzt mal voraus, dass Sie das tun, weil Sie denken, das ist sinnhaft. Und warum macht es für Sie Sinn, über das Thema Awareness in diesem Kontext zu sprechen? Herr Vogelmeier hat es eben schon gesagt, die Dunkelziffer ist immens, und die Dunkelziffer ist deswegen immens, weil zum einen die Patienten nicht über ihre Erkrankung reden oder sie gar nicht wahrnehmen, aber es ist auch bei Hausärzten, die ja so im Regelfall die erste Anlaufstelle sind für alles, was irgendwo so mit Atemwegen zu tun hat, auch da wird die COPD oftmals erst wahrgenommen, wenn doch schon fortgeschrittene Stadien erreicht sind. Also wenn ich mal so an die Patienten denke, es sind ja im Regelfall, also zu, ich glaube, 98%, die Raucher, die betroffen sind. Der Raucher, der hustet, geht nicht zum Arzt, ne? Weil er weiß, das hat irgendwas mit Rauchen zu tun, und man hustet eben, wenn man raucht. Das heißt, da ist kein Krankheitsbewusstsein da. Und wenn sie dann zum Arzt gehen würden,
dann wüssten Sie, dass wir Ihnen mit Sicherheit als allererstes mit auf den Weg geben, dass das mit den Zigaretten keine so ganz gute Idee ist. Und das wollen die meisten von Ihnen ja auch nicht hören. Das heißt, wir sehen diese Patienten erst dann, wenn das Kind schon ziemlich in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn er wirklich schon ausgeprägten Leidensdruck hat. Und umgekehrt auch aus hausärztlicher Seite, es kommen viele Patienten, wo die COPD eben noch nicht bekannt ist, weil sie nicht diagnostiziert wurde, in den Wintermonaten mit den klassischen Exazerbationen, also heftigeren Verläufen von Bronchitiden oder ähnlichem in die Praxis. Aber der Link, dass das unter Umständen wirklich eine akute Verschlechterung, also eine Exazerbation einer COPD und nicht eine ganz pronale Bronchitis ist, ne, wir müssen es ja ganz unterschiedlich behandeln, der ist bei vielen einfach auch nicht da. Also Awareness von Seiten der Patienten, aber auch Awareness von Seiten der Hausärzte und Hausärztinnen, denke ich, muss dringend gesteigert werden. Das würde ich gerne aufnehmen, weil jetzt haben Sie gesagt, okay, diese beiden Gruppen gibt's. Klar, bei den Betroffenen würde das jetzt keiner hinterfragen. Und da haben wir jetzt schon gelernt, da gibt's eine große Dunkelziffer. Jetzt haben Sie die hausärztliche Praxis angesprochen. Herr Professor Vogelmeier, wie sieht's denn aus mit den fachärztlichen Praxen oder vielleicht auch mit den KollegInnen in der Klinik? Hier alles bestens, die sind aware genug. Wie ist das? Das ist eine rhetorische Frage, Herr Schiffbauer. Natürlich ist nicht alles bestens. Ich glaube, es geht insbesondere um zwei Gruppen. Zum einen geht es um die Kardiologen. Ich würde jetzt mal frech behaupten, viele Kardiologen sehen in ihren Praxen mehr COPD-Patienten als manche Pneumologen, ohne dass sie das wissen. Und die zweite Gruppe, die natürlich von besonderer Relevanz sind, weil es den Patienten dann typischerweise besonders schlecht geht, wenn sie aufsuchen, das sind Krankenhäuser, die keine Lungenfachabteilungen haben, was ja die Mehrheit der Krankenhäuser ist, sodass eben typischerweise auch keine besonders hohe Expertise für diese Fragen vor Ort vorhanden ist. Also das wären für mich noch die beiden Felder, wo man wirklich auch erheblichen Verbesserungsbedarf hat. Und damit haben wir auch schon ganz viele Themen angesprochen, die wir in dem Podcast umreißen wollen und in der Tiefe nochmal beleuchten wollen. Springen wir nochmal zurück in die Niederlassung, in die hausärztliche Praxis. Doktorin Sandow, Sie haben es gesagt, das ist so der erste Berührungspunkt der Menschen. Ich musste eben dran denken, fast alle meine rauchenden Freunde und Bekannten trauen sich nie in die Arztpraxis. Die rechnen immer mit dem Schlimmsten, gehen aber trotzdem nicht. Aber darüber könnten wir, über die Psychologie dahinter, kann man auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Absolut. Schauen wir in die Praxis. Sie haben es schon gekennzeichnet, da sollen wir schauen, dass mehr Aufmerksamkeit für die Erkrankung da ist, weil sie eine andere Behandlung braucht. Lassen Sie uns ein bisschen spezifischer werden. Was sind das für Dinge, wo Sie sagen, da könnten Kolleginnen und Kollegen drauf achten, da sollten wir die Wahrnehmung schärfen? Ja, zum einen ist es schon mal eine ganz banale Geschichte, dass wenn wir einen Patienten bei uns in der Praxis haben, dass wir uns dann schon informieren sollten, ob er oder sie Raucher ist oder eben auch nicht. Also das sind so diese banalen Dinge, die bei einer Aufnahmeuntersuchung, wie wir es ja im Prinzip in der Praxis auch machen, einfach dazugehört. Ne? Nicht nur die Frage, trinken Sie Alkohol, sondern eben auch rauchen Sie, weil wir haben schon ein ganz anderes Risikoprofil, wenn wir wissen, dass er oder sie raucht. Und ich rede jetzt nicht von einer Zigarette mal Samstagabend, sondern ich rede eben schon von denen, die so ihre halbe Schachtel oder Schachtel am Tag schaffen. Wir wissen ja, dass eine gewisse Anzahl von Päckchen schon dazugehört, bevor man eine COPD entwickeln kann. Also das ist erstmal ganz wichtig. Wir sollten darüber Bescheid wissen. Wir sollten auch mit unseren Patienten, wir sollten uns die Zeit nehmen, mit ihnen darüber zu reden. Ne? Dass nicht nur Rauchen keine gute Idee ist, sondern dass wir auch so ein bisschen wachsam sein sollten, wenn Symptome dazukommen, dass sie sich melden sollten. Wenn wir nicht selbst Lungenfunktionsprüfung machen, auch das kommt ja noch dazu. Nicht alle Hausärzte haben überhaupt die Möglichkeit, sauber zu diagnostizieren, dass man dann den Raucher doch vielleicht auch schon mal zumindest ab und zu im Laufe seiner Karriere doch schon mal beim Pneumologen vorstellt, dass man schon mal so ein bisschen gucken kann, entwickelt sich da was. Ne? Also die Luftnot ist ja nichts, was sich so wie mit dem Fallbeil entwickelt, sondern das ist ja was sich so ganz kontinuierlich aufbaut. Und das sind Dinge, die von allen Seiten immer nicht so wirklich wahrgenommen werden. Ne? Wenn was akut auftritt, dann ist jeder wachsam. Akute Luftnot, um Gottes Willen, ist, weiß ich nicht, eine Lungenembolie oder ein Pneumothorax oder irgendwas. Aber dieses
was sich langsam entwickelt. Das wird von keiner Seite wahrgenommen. Also dass der Patient auch informiert sein muss, dass es schon sinnvoll ist, gerade wenn Infekte dazukommen, dass er sich dann schon mal dem Arzt vorstellt, um eben frühzeitig mit einer Therapie zu beginnen. Denn das, was an Lungengewebe kaputt ist, das kann auch die beste Therapie nicht mehr retten. Also wir müssen frühzeitig abfangen und dazu gehört Zeit und Aufklärung. Es kommt noch ein Phänomen hinzu, was wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen sollten. Es gibt eben auch nicht rauchende COPD-Patienten. Das ist die Minderheit, gar keine Frage. In der deutschen COPD-Kohorte haben so ungefähr knapp 20% keine relevante Raucheranamnese. Also sich auf Rauchen zu fokussieren, ist sicher in der Breite vernünftig. Aber man muss auch alert sein bei Nichtrauchern, dass da durchaus eine COPD dahinter stecken könnte, wenn diese Patienten entsprechende Symptome haben. Danke für diese Erweiterung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch nicht quasi sicher fühlt oder andersrum aus BehandlerInnen-Sicht sagt, ach, der raucht ja nicht, kann ja keine COPD sein. Also ne, das kann ja dann auch so ein falscher Schluss sein. Ich möchte nur auf eine Herausforderung noch. Sie haben das gerade gesagt, Dr. Sandow, dass man da genauer hinschaut in so Situationen. Jetzt ist aber ja eine Atemnot, und das haben Sie ja auch wunderbar gesagt, nicht an, aus, schlimm oder nicht schlimm, sondern was sich so entwickeln kann. Gleichzeitig ist aber Atemnot kann mannigfaltige Ursachen haben. Heißt, wie müssen wir denn darauf schauen? Vielleicht können Sie beide das mal so ein bisschen einordnen. Was sollten denn so, wie man neudeutsch sagt, Red Flags sein, wo ich auf jeden Fall mal in Richtung COPD nachdenke? Weil sonst überweise ich zum Kardiologen, der denkt auch nicht an die COPD. Und dann haben wir das Bild, was Herr Professor Vogelmeier ja eben schon skizziert hat. Das ist genau der Weg, der leider meist vorgezeichnet ist. Patient hat Luftnot und geht zum Kardiologen. Der macht ein Echo und sagt, alles wunderbar in Ordnung, hat nichts. Der Patient versteht auch nur, er hat nichts und er ist wieder irgendwo im System verloren gegangen, weil sich keiner weiter drum gekümmert hat. Na, also ich denke, dass zur Luftnot schon so ein bisschen mehr dazu gehört als nur ein Echo. Wir können gerade bevor wir zum Kardiologen schicken, ja auch schon mal in der Praxis ein paar Blutuntersuchungen machen, um zum Beispiel eine Herzinsuffizienz auszuschließen. Wenn er dann, Klaus, wir denken immer noch bei den Rauchern an die COPD, weil das einfach die große Gruppe ist. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber ich wäre ja schon mal froh, wenn wir bei der großen Gruppe reagieren würden. Aber dass man dann wirklich bei Luftnot, bei chronischer Luftnot eben auch mal an eine Lungenfunktionsprüfung denkt. Ich würde gar nicht unbedingt über Red Flags reden, sondern dass man entweder das selber vernünftig in der Praxis macht, wenn man geeignetes Personal dazu hat, oder ihn oder sie wirklich einmal zum Pneumologen schickt, weil das gehört zu einer Diagnostik, chronische Luftnot einfach dazu. Also ich würde sagen, es geht letztlich um Mustererkennung. Und in Mustererkennung sind die Hausärzte eigentlich wirklich wahnsinnig geschult, eigentlich häufig viel besser als Fachärzte, weil sie das im Alltag ja in ganz vielen unterschiedlichen Krankheitsentitäten hinbekommen müssen. Und das Muster wäre eben ein Mensch im siebten Lebensjahrzehnt, der Belastungsdyspnoe entwickelt, die über die Zeit zunehmend ist, der eine relevante Raucheranamnese hat und der möglicherweise über Husten und Auswurf dann noch klagt und auch über die im Winterhalbjahr mehrere Infekte klassischerweise bekommt, die ihn dann auch ganz schön runterziehen und nicht so verlaufen wie so ein klassischer banaler respiratorischer Infekt. Das wäre jetzt für mich so ein klassisches Muster, mit dem sich so ein Patient präsentieren würde und wo man dann wirklich sagen müsste, da sollte man jetzt genauer hin. Aber Patienten, die dieses Muster haben, die sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ne, die finden wir nicht mehr in den Anfängen. Also mein Ziel ist ja so ein bisschen zu sensibilisieren, dass wir es vorher erwischen, bevor sie in den Wintermonaten ihre Exazerbationen haben. Also ich denke auch Husten, Auswurf und dann schauen wir mal. Ne? Dann sollte man mal gucken, ob eventuell irgendwas dahinter steckt. Bedeutet aber, wenn ich jetzt zu Ihnen in die Praxis komme oder zu meinem Hausarzt gehe und habe Beschwerden, die sich vielleicht mit einem Muster in der COPD, aber ich bin eben vielleicht noch keine 70, bin vielleicht ein bisschen untypisch, würde ich dann immer warten, bis mir symptomatisch geholfen wird, bis dann der komplette Diagnoseweg abgegangen ist? Also sprich, ich bin jetzt in der Praxis, wo vielleicht keine LUFU gemacht wird oder so, ne? Wie gehen wir denn damit praktisch um? Weil ich hatte eben, als Sie das sagten, man geht verloren im System.
da kam so ein bisschen die Angst in mir auf, dass wenn man dann überweist und weiterguckt, dass sich da vielleicht auch ein falsches Muster einspielt. Oder sehe ich das zu kritisch? Bitte korrigieren Sie mich da, wenn ich Quatsch erzähle. Also wir machen ja viel in den hausärztlichen Praxen, ohne dass wir bereits eine konkrete Diagnose haben. Der Patient kommt, es geht ihm irgendwo schlecht, er hat irgendein Symptom, in dem Fall eben Hustenauswurf, es spricht relativ viel dafür, dass er, ich sage jetzt erstmal nur, eine obstruktive Atemwegserkrankung hat. Ich spirometriere in der Praxis, aber es gibt viele Praxen, die das nicht tun. Und ich denke, lieber Klaus, du darfst mich gerne korrigieren. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sagen würde, wenn ich den hochgradigen Verdacht habe, aber es nicht beweisen kann, weil ich eben keine Spirometrien mache, der Termin beim Facharzt 3, 4, 5 Monate dauert, dann bin ich durchaus auch in der hausärztlichen Praxis in der Lage, auf Verdacht erstmal schon zu therapieren. Weil wenn ich ihm eine inhalative Substanz gebe, das mag vielleicht überflüssig sein, weil es dann eben doch eine andere Diagnose ist, aber es wird ihm im Fall der Fälle doch sehr helfen. Oder siehst du das anders? Das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, wenn man mal wirklich ehrlich ist. Also zum einen, glaube ich, geht es viel um Ausschlussdiagnostik. Und glücklicherweise sind wir ja bezüglich der kardiologischen Ursachen inzwischen so weit, dass wir Laborwerte haben, die, wenn normal, uns signalisieren, da ist mit dem Herzen nicht viel los. Ja, also zum Beispiel NT-proBNP wäre so ein Wert. Wenn das NT-proBNP oder das BNP normal ist bei einem Patienten, dann ist eine höhergradige Herzinsuffizienz mehr oder weniger vom Tisch. Und wenn man diese Konstellation hat und dann eben einen Patienten noch mit einer typischen Symptomatik, so wie du den geschildert hast, dann sehe ich kein Problem, einmal einen Therapieversuch zu machen. Und die Therapie der COPD, die Basistherapie der COPD bei Verdacht ist ja auch einfach geworden. Man muss ja nur an eine Substanzkategorie denken oder an eine Kombination von zwei Bronchialerweiterern, einem langwirkenden Beta-Agonisten und einem langwirkenden Anticholinergikum. Und das ist eigentlich für praktisch alle Patienten mit neu diagnostizierter COPD erstmal die richtige Anfangstherapie. Dann lassen Sie uns das mal aufnehmen und in die fachärztliche Praxis gehen, Herr Professor Vogelmeier. Sie haben eben die kardiologischen Praxen erwähnt. Was müsste denn da passieren? Also sollte quasi automatisch mit der Vorstellung von den kardiologischen KollegInnen dann auch in die pneumologische Praxis überwiesen werden? Immerhin arbeitet man ja auch mit NephrologInnen enger zusammen mittlerweile. Aber was wäre so Ihr Wunschszenario? Frage 1. Und Frage 2, sind wir denn in der pneumologischen Praxis so aufgestellt, dass wir da über Awareness nicht mehr sprechen müssen? Ja, das sind alles sehr gute Punkte, Herr Schiffbauer. Also lassen Sie mich mal mit den Kardiologen anfangen. Bei den Kardiologen, ich meine, ich bin selber einer, deswegen darf ich das sagen, das ist sozusagen alles rechts und links vom Herzen, ist nicht so wirklich im Fokus. Da gibt es natürlich auch klare Ursachen dafür, weil die kardiologischen Erkrankungen einfach wahnsinnig häufig sind. Das muss man sagen. Die sind ja im Wesentlichen noch häufiger wie Atemwegserkrankungen. Arterielle Hypertonie hat in Deutschland mindestens ein Drittel der Bevölkerung. Bei COPD-Patienten sind es noch mehr. Und damit auch die Möglichkeit, dass sich daraus eine Herzinsuffizienz entwickelt. Also das sind einfach wahnsinnig häufige Krankheitsbilder. Aber was natürlich wichtig wäre, ist, wenn der Kardiologe keine wirklichen Befunde findet, die dafür sprechen, dass mit dem Herzen was nicht in Ordnung ist, dass er dann sozusagen einfach nicht einfach sagt, wie Petra das zuerst gesagt hat, der hat ja nichts, sondern dass er sozusagen sagt, er hat nichts am Herzen, nichts Fassbares und jetzt guckt man vielleicht mal nach der Lunge. Weil das Symptom ist ja da. Und bei den Pneumologen ist es so, da muss ich ganz klar sagen, da gibt es natürlich auch durchaus Defizite. Und die Defizite kann man daran festmachen, dass eben, wenn ein Patient mit einer klar diagnostizierten COPD auf eine entsprechende adäquate Therapie nicht gut anspricht, dann kann man ja verschiedene Sachen machen. Man kann darüber nachdenken, den Inhalator zu wechseln, die Substanzen zu wechseln, weil man denkt, irgendwie funktioniert es nicht. Dann kann man über nicht-medikamentöse Therapieverfahren nachdenken, die in der Praxis leider nicht wirklich den gleichen Stellenwert haben wie Medikamente. Und natürlich, man muss an relevante Differentialdiagnosen denken und das heißt eben im Wesentlichen das Herz-Kreislauf-System. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, finde ich, so wie Sie es dargestellt haben. Man muss es nur leben und anwenden. Ne? Liebe Zuhörenden, Sie sehen das nicht. Wir sind hier auch per Bild verbunden und Doktorin Sandow hat genickt. Ich würde gerne eins noch aufnehmen. Jetzt sind wir ja so ein bisschen mal streiflichartig durch die allgemeinmedizinische Praxis gegangen, die hausärztliche Betreuung, dann in die Fachpraxis gesprungen. Dann haben Sie eben schon gesagt, Herr Professor Vogelmeier, auch in der Klinik gibt es die Herausforderungen. Wir haben da ja auch Diskussionen im Gesundheitssystem. Wir haben Zentren, also
Also wenn ich zum Beispiel zu Ihnen komme, dann habe ich wahrscheinlich Glück und habe ich habe Glück und wahrscheinlich eine gesicherte Diagnose. So rum wollte ich sagen. Nehmen Sie uns mal ein Bit in die Klinik. Was hier noch wichtig wäre im Allgemeinen für die Kolleginnen und Kollegen, wo vielleicht kein Zentrum ist, wo es vielleicht aber auch noch Bedarfe in den Zentren gibt. Ob wir jetzt nach Essen schauen oder nach Heidelberg schauen oder zu Ihnen nach Marburg schauen. Das große schwarze Loch, wenn ich den Begriff so anwenden darf, das sind eben die Kliniken, die keine Lungenfachabteilungen haben. Und das sind eben sehr viele. Mhm. Weil man muss sich ja folgendes Szenario vorstellen. Wir haben ja über dieses Thema der akuten Verschlechterung der Erkrankung schon gesprochen. Und das ist eben die klassische Konstellation, wo sich der Patient mit COPD dann in der Klinik einfindet und dann in eine Notaufnahme kommt. Mhm. Und dann ist eben dort natürlich die entscheidende Frage, ja, erstmal, was hat der, wenn noch keine Diagnose gestellt ist? Und wenn eine Diagnose gestellt ist, also nehmen wir mal an, er hat schon eine bekannte COPD und hat sich jetzt deutlich verschlechtert, ist das, was wir sehen, jetzt eine Exazerbation der COPD oder ist es eine relevante Differentialdiagnose? Alles das erfordert natürlich, dass man sich auf dem Gebiet gut auskennt und eine entsprechende Technik vor Ort hat, die man auch entsprechend anwenden kann. Und diese Gegebenheiten sind eben häufig nicht vorhanden. Doktorin Sandow, was ist denn für Sie in der Praxis da wichtig, wenn Sie jetzt also einen Patienten, eine Patientin haben, die bei Ihnen schon in der Praxis ist, die Diagnose ist gesichert und jetzt kommt es aber zu einer Exazerbation, weil weiter geraucht wird oder was auch immer. Ne? Also das kann ja komplexe Ursachen haben. Ist das was, wo Sie auch sagen, das müssen wir in der allgemeinmedizinischen Praxis, in der hausärztlichen Praxis auf dem Schirm haben, wohin wir auch überweisen? Weil es ist ja nicht immer auch der RTW, der einen abholt. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Wie gehen Sie damit um, mit dem, was Herr Vogelmeier gerade geschildert hat? Nicht jeder COPDist mit einer Exazerbation muss überwiesen werden. Diese normalen, das heißt normal, aber die einfachen leichten Exazerbationen so in den Wintermonaten, die meist ja viral bedingt sind, die können wir auch in der Hausarztpraxis gut behandeln. Wir müssen es nur richtig tun. Ne? Und da geht auch ganz viel quer so mit Antibiose und allem, was eigentlich standardmäßig nicht dazu gehört. Wenn wir zum Lungenfacharzt, zum Niedergelassenen überweisen, dann wird es sehr schwierig, selbst in einer Stadt wie Berlin, weil einfach der Zeitfaktor da reinspielt. Der hat jetzt ein Problem, ihm geht es jetzt schlechter. Ich kann ihm mit meinen Bordmitteln nicht helfen oder ich brauche eben ein zusätzliches diagnostisches Kriterium. Dann kann er nicht erst 3, 4, 5 Wochen später irgendwo einen Termin bekommen. Das heißt, das sind die Patienten, die dann schon eher in die Klinik kommen, gerade auch wenn Sauerstoffsättigung nicht optimal ist, wenn sie schon älter sind, wenn sie auch so ein bisschen der Allgemeinzustand reduziert ist. Aber auch dann ist es schwierig, den Patienten in eine Klinik mit Lungenabteilung zu bekommen, weil wenn der Patient den Rettungswagen oder was auch immer anruft, dann wird er standardmäßig in das Krankenhaus gebracht, was räumlich am nächsten dran ist. Das ist unser Gesundheitssystem. Also in den spezialisierten Kliniken, in den Schwerpunktkliniken landen die Patienten eigentlich nur, wenn sie ganz viel Glück haben, wenn sie wohnortmäßig ganz in der Nähe wohnen oder wenn einfach zusätzliche Hilfe gebraucht wird, wie zum Beispiel operative Eingriffe. Aber sonst werden die im Regelfall einfach, weil unser System das so hergibt, in der nächstpassenden Klinik betreut. Dann ist es ja auch gut und wieder eine Notwendigkeit, über Awareness zu sprechen, dass man das breit streuen muss. Zumindest das Wissen darüber und die Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt auf das schaue, was wir besprochen haben, dann ist mir ein Punkt auch noch aufgefallen, den Sie beide erwähnt haben, nämlich, dass wir frühzeitig aktiv werden sollen. Das haben wir hier im Atemweg-Podcast auch schon mal besprochen, noch aus einer ganz anderen Perspektive, wo wir schon bei Frühgeborenen geschaut haben. Und da gibt es ja auch eine Korrelation zu einer späteren COPD. Also wirklich ganz, ganz früh zu schauen, das ist nochmal ein anderes Bewusstsein. Aber wenn ich uns jetzt zuhöre, Herr Professor Vogelmeier, und bin noch nicht gesichert in der Diagnose, habe vielleicht eine Ahnung, was kann ich denn für mich tun? Was ist denn wichtig, um gar nicht erst in so eine falsche Richtung zu geraten? Gibt es da was Greifbares zum Mitnehmen für unsere Zuhörenden? Es gibt Faktoren, die sind beeinflussbar, darüber haben wir schon gesprochen. Das ist sozusagen das Rauchen, das ist der Arbeitsplatz, wo man eben, es gibt eben auch berufsbedingte Formen dieser Erkrankung, die das mit Exposition gegenüber den entscheidenden Noxen, also Stäuben und insbesondere Gasen, zu tun hat. Und es gibt Faktoren, die man schlecht beeinflussen kann. Sie haben es gerade angesprochen, das ist das, was im Mutterleib passiert, was frühkindlich passiert, alles, was mit Lungenreifung zu tun hat. Weil die Lungenfunktion, die wir im 20. Lebensjahr haben, das ist sozusagen der Ausgangspunkt für den Rest unseres Lebens. Danach wächst die Lunge nicht mehr. Mhm.
Und demzufolge, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, die Lunge ist leider kein Organ, das sich regenerieren kann, wenn ein Schaden entsteht. Und demzufolge ist es eben so extrem wichtig, dass man eben das, was da ist, bewahrt. Damit verbunden ist dann auch die Aufforderung eben zum einen für die Betroffenen, also für die Menschen, die möglicherweise so eine Erkrankung entwickeln könnten, dass sie selber alert sind, dass sie eben wirklich auch im Sinne der Primärprävention sorgsam mit eben dem Organ Lunge umgehen. Und zum anderen auch, was uns Ärztinnen und Ärzte betrifft, dass wir eben auch daran denken, dass eben das nicht etwas ist, was sozusagen eine Petitesse darstellt und ohne weiteres alles repariert werden kann. Glaube ich, ganz wichtig und auch nochmal wichtig zu betonen, dass diese Lunge erstens ein ganz faszinierendes Organ ist und dass wir gut mit ihr umgehen dürfen, sie hegen und pflegen dürfen, weil auch wenn es zwei Lungenflüge sind, wir haben nur eine. Doktorin Sandow, vielleicht aus Ihrer Perspektive noch so, was wäre Ihnen noch wichtig in diesem Kontext? Aufmerksamkeit schaffen für dieses Thema. Was soll ich mir noch mitnehmen, wenn ich jetzt unseren Podcast angehört habe? Für mich ist der Dreh- und Angelpunkt wirklich, dass wir die Patienten nicht regelmäßig oder einfach zu spät in den Praxen sehen. Vielleicht müssen wir uns einfach angewöhnen, dass wir bei diesen klassischen Check-up 35, die wir ja alle 3 Jahre zulasten der gesetzlichen Krankenkassen machen, dass man da vielleicht doch mal so ein bisschen auch Symptome von Atemwegserkrankungen erfragt. Und bei denen, die da irgendwo symptomatisch sind, Raucher primär, natürlich, dass man vielleicht da auch die Spirometrie irgendwo eigenverantwortlich mit einbaut, damit man die Patienten diagnostiziert, bevor sie selber ihre Erkrankung wirklich als so dramatisch empfinden, dass sie mit uns darüber sprechen. Ja, also das ist ein Riesengap zwischen mir geht's schlecht, helfen Sie mir, ja, dann tun wir was. Mhm. Aber dem Moment, wo wir doch noch viel mehr helfen könnten. Und deswegen müssen wir versuchen, irgendwo in die Prävention reinzugehen. Ja gut, Prävention muss man in den Schulen machen, dass die Kinder weniger rauchen, ohne Frage. Aber auch frühzeitig eine sehr, sehr, sehr rechtzeitige Diagnose zu stellen. Auch wenn der Patient sich noch gar nicht symptomatisch fühlt oder so ein bisschen Raucherhusten als gottgegeben einfach hinnimmt. Mhm. Professor Vogelmeier, noch eine Ergänzung von Ihnen, vielleicht auch aus der globalen Perspektive, die Sie ja auch haben durch Ihre Arbeit bei GOLD. Was können wir tun, was sollen wir tun, was wünschen Sie sich, was wir tun würden? Ja, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die COPD wirklich eine der ganz großen Krankheiten ist, was Morbidität, Mortalität und auch was die Fallzahl betrifft. Ich bin vor wenigen Wochen in China gewesen, habe da eine Reihe von Kliniken von innen gesehen, in China gibt es ungefähr 100 Millionen COPD-Patienten. Man muss sich einfach mal die Größenordnung vorstellen. Und global sind es ungefähr 400 Millionen, wie gesagt, auch noch mit hoher Dunkelziffer. Also das ist ein wirklich enormes Problem. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch noch, dass man zum einen diese ganzen Punkte adressiert, die Petra angesprochen hat, eben immer wieder im Gedanken, könnte das eine COPD sein? Gibt es dafür Anhaltspunkte? Mhm. Immer sich das wieder vorstellen. Und der zweite Punkt, der meines Erachtens auch noch wichtig ist, wenn man dann eine solche Behandlung begonnen hat, immer wieder drüber nachdenken, passt das? Ist das gut? Ist das nicht gut? Und da ist mir eben auch ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Also zum einen auch an nicht-medikamentöse Therapieverfahren denken und zum anderen eben auch an die potenziellen Differentialdiagnosen im Blick haben. Das war die erste Folge zu unserem Deep Dive COPD. In der zweiten Folge, die in Kürze erscheint, spreche ich mit Professor Christian Taube, Doktorin Katrin Ode und Dr. Tobias Ode über die medikamentöse Therapie bei COPD. Die gesamte Atemwegredaktion freut sich über Ihre Kommentare und auch über Ihren Input sowie Themenvorschläge für zukünftige Folgen Atemweg unter podcast.de@kesi.com. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind und sage bis dahin.